Servus Leute, ich bin Satabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei der nächsten Marktanalyse. Es ist wieder soweit, Leute. Der Support von euch in den letzten Tagen jetzt no joke. Bruder, das ist nicht mehr normal. Kurs geht raus an jeden einzelnen Mann, der mich hier gerade unterstützt. Es ist absolut brutal. Vielen Dank dafür. Auch die Serie kommt bei euch gut an. Marktanalyse, ich glaube, wir sind schon bei der dritten Folge, Alter. Man muss sagen, der Hase läuft in die richtige Richtung. Und falls du noch nicht Abonnent des Kanals bist, dann kannst du das gerne kostenlos tun. Wir sind auf dem Weg zu den 160.000 Abonnenten. Ich würde mich drüber freuen. Und lass gerne auch ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr das weiterhin sehen möchtet, über das ganze Jahr verteilt, dann smasht da ein bisschen was raus. Damit ihr da Bescheid wisst, vielleicht das kleine Ziel, die 3000 zu packen, würde mich drüber freuen, Mann. Und dann würde ich sagen, können wir gleich mal loslegen. Ich sag euch jetzt einen schon mal vorab, ich habe hier 6 Themen auf meinem Zettelchen stehen und das sind wirklich 6 große und interessante Dinge. Und für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt neu auf diesen Kanal gestoßen ist und vielleicht auch diese Serie gar nicht kennt, da kann ich euch eins sagen, wir versuchen gemeinsam als Community viele Münzen zu machen. Ich bereite euch auf die neuen Events vor. Ich habe immer viele Fragen auch an meine Community in den Kommentaren. Da könnt ihr euch immer alles fleißig durchlesen. Und gemeinsam machen wir dann die Münzen, würde ich sagen. Und dann fangen wir an mit Thema Nummer 1. Und das ist das Icon Trading. Da gibt es auf Twitter den FIFA Kadabra. Grüße gehen raus. Er hat mich da richtig motiviert, muss man sagen. Und das ist absolut krank. Icon Trading funktioniert natürlich nur mit relativ viel Budget. Das ist schon mal ganz klar. Also ihr müsst da nicht mit 200.000 Münzen anfangen, sondern das ist dann erst ab so 500.000 bis 800.000. Und generell, sei hier gesagt, kann man hier sehr viele Münzen machen. Das Ding ist, man braucht relativ viel Geduld. Und man kann nicht erwarten, dass man hier pro Icon, die man dann günstig holt, ich sage euch gleich, wie, dass man da jetzt irgendwie 100.000 Münzen macht, so ist es nicht. Aber wenn wir irgendwann in der Situation sind, dass wir relativ viele Münzen gemacht haben und jetzt können wir noch mehr tun, dann ist diese Methode, finde ich, absolut geil. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Wir werden das jetzt von Woche zu Woche auch so ein bisschen analysieren. Und zwar will ich das persönlich auch lernen, Mann. Weil wir sind jetzt schon in der Situation, wo wir viele Münzen haben und warum nicht mehr draus machen? Mit mehreren verschiedenen Methoden. Man muss sich ja auch irgendwo weiterentwickeln. Und das will ich euch jetzt eben auch beibringen. Wir starten quasi jetzt so bei Null bei diesem Thema. Ihr vielleicht auch. Und gemeinsam gehen wir jetzt Step by Step nach oben, Mann. Und genauso wie überall im Leben kann man nicht nach oben springen oder fliegen, ihr wisst, was ich meine, sondern man muss sich halt da ranschleichen. Und eines ist wichtig. Ich habe hier einen Zettel, wo alle diese Icons, die ihr im Hintergrund seht, auf meinem Zettel stehen. Ich werde jetzt von Tag zu Tag analysieren, was kosten sie und ich werde das bei ganz vielen verschiedenen Uhrzeiten machen. Zum Beispiel jede 2 Stunden oder jede Stunde mal reinschauen und dann schreibe ich mir auf mein Papier die Preise, für wie viel die Icons zum einen gegangen sind und wie viel der billigste auf dem Markt war. Und dadurch lerne ich so ein bisschen die Preise der Icons kennen. Und wie wir das machen, wir haben hier einen Dream Squad mit den ganzen spielbaren Icons. Das kann ich euch auch empfehlen. Macht das nicht unbedingt mit einem Lehmann, sondern eben mit so Spielern wie Butragueno. Ihr seht, der bietet 780.000 Münzen. Da kann ich mir schon mal notieren, aha, der geht für diesen Preis eben weg. Und der billigste ist eben auf Sofortkaufpreis 794. Und wenn ich den jetzt wirklich mehrere Tage beobachte und mir fällt auf, da ist einer für 720 weg und dann weiß ich, auf meinem Zettelchen steht 790k ist er mal weggegangen, der wird wahrscheinlich wieder auf diesen Preis kommen. Und dadurch, dass du die Preise kannst und sie wirklich kennenlernst, hast du einen riesengroßen Vorteil im Gegensatz zu den Casual-Spielern, weil die wissen nicht unbedingt, ah, soll ich den jetzt kaufen oder ist er jetzt gerade günstig? Und das ist das Coole, du kannst halt mit Einkauf theoretisch mal 30 bis 100k machen. Du darfst aber nie vergessen, man muss 5% Taxes abziehen. Wenn du also Butragueno für ca. 800k verkaufst, dann musst du 40.000 Steuern zahlen. Das immer im Kopf behalten. Und wie gesagt, ich werde jetzt die ganzen Preise eine Woche lang durchgehen. Ich werde euch dann die Liste, vielleicht sogar als Excel-Datei erstellen und euch dann zeigen. Das also dazu. Wichtig ist, Preise kennenlernen, Transfermarkt vielleicht am Montag sogar am billigsten. Und wichtig ist, die Spieler so schnell wie möglich zu flippen. Ein Beispiel, du kaufst sie am Donnerstag und verkaufst sie direkt am Freitag. Da geht die Weekend League los, die Preise gehen nach oben. Das ist zum Beispiel ein super Zeitpunkt. Mehr dazu werde ich euch dann in den nächsten Folgen berichten. Wir gehen rüber zum zweiten Punkt. Und das ist schon mal richtig heiß. Ich sage euch schon mal eins, das klappt zum Beispiel für jedes Budget. Egal, ob ihr 1000 Münzen habt oder auch 100 oder 1 Million, Mann. Erstmal großartiges Feedback auch, das ich auf Instagram erhalten habe. Und wer mir übrigens nicht auf Instagram folgt, der ist kein Ehrenmann. Aber viele haben sich bei mir bedankt, zum Beispiel, dass wir in Ulreich investiert haben, gemeinsam in der vorletzten Folge. Das ist halt komplett aufgegangen, weil wir haben pro Karte ungefähr 9k Gewinn gemacht. Und ein Abonnent hat mir beispielsweise geschrieben, ja gut, Bruder Tabak, ich küsse dein Auge, er hat einfach 50 mal Ulreich geholt für 400 bis 500 Münzen und er ist halt auf 10.000 gestiegen. Sprich, er hat knapp 500.000 Münzen Gewinn gemacht mit einer Karte, Mann. Also mit mehreren Ulreichs, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben jetzt eine Aufgabe gemeinsam. Es gibt natürlich wieder demnächst eine neue Champions League Top-Partie. Und wofür ist diese Marktanalyse da? Ja, richtig, damit ich euch das zeige und vor allem wirklich relativ früh, damit ihr da draußen die Chance habt, die Spieler einzukaufen für den günstigsten Preis, der noch möglich ist. Und das ist eben jetzt der Fall. Es kann sein, dass direkt nach dem Video zum Beispiel viele Leute auf den Transfermarkt stürzen und sich die Spieler dann holen. Deswegen wartet vielleicht einfach einen Tag ab, 2 Tage ab, da werdet ihr wieder billiger bekommen. Das ist also schon mal ein wichtiger Punkt. Noch viel wichtiger für euch ist, wann ist denn die nächste Champions League Partie am Start? Oder besser gesagt, der nächste Champions League Spieltag. Das ist nämlich in 13 Tagen. Es müsste der 22.10. sein. Wir haben also noch viel Zeit, wir sind früh dran und können gut investieren. Dazwischen wird es jetzt eine Länderspielpause geben. Da wird es natürlich auch wieder Top-Partien geben, die am Donnerstag kommen. Das wird, glaube ich, nicht so einen großen Impact haben, so wie jede Woche. Aber bei den Champions League Top-Partien, da hauen sie immer krasse Packs raus.
krass. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ein Ulreich krass gestiegen ist. Und ein weiterer Grund ist natürlich, dass Ulreich neben Pavard einer der wenigen günstigen, in Anführungszeichen, Bayern-Spieler war. Zum Beispiel waren Inter-Mailand-Spieler nur, in Anführungszeichen, wieder bei 2000 Münzen. Ihr macht aber trotzdem ungefähr das Vierfache von dem, was ihr investiert habt. Und wenn wir da 100.000 Münzen reinstecken und wir erhalten innerhalb von 10 Tagen dann 400.000 oder 500.000 Münzen, Digga, dann ist es ein absolutes GG, Mann. Das wollen wir jetzt auch in dieser Folge tun. Ich blende euch im Hintergrund mal die möglichen Top-Partien ein. Man kann wirklich alle Spiele der Champions League durchgehen und viele auch schon mal rausstreichen. Da sind zum Beispiel Partien wie FC Bayern München gegen Olympiakos, würde ich nein sagen. Tottenham gegen Roter Stern, auch nein sagen. Barcelona und, da könnte ich jetzt viele aufzählen. Es gibt allerdings bei diesem Spieltag nicht dieses unbedingte Top-Favoriten-Duell. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das war zum Beispiel bei Bayern gegen Tottenham ziemlich einfach. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich schaue auf meinen Zettel und sehe, Ajax versus Chelsea habe ich mir aufgeschrieben. Das ist in meinen Augen so das beste Duell. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass da vielleicht eine Top-Partie rauskommt. Und das Ding ist, ich zeige es euch jetzt mal kurz im Hintergrund. Ich habe auf meiner Kandidatenliste schon einige Chelsea-Spieler erboten. Und ein Mount bekommt ihr halt gerade aktuell für 500 Münzen. Viele wissen ja auch schon Bescheid. Und ein Caballero kostet zum Beispiel nur 450 Münzen. Also die Spieler sind fast bei Discard. Es gibt also wirklich kaum ein Risiko. Ganz ehrlich, das ist einfach zu nice, Leute. Es kann sein, dass der Caballero, wenn die SBC rauskommt, nicht auf 5000 Münzen steigt. Das kann absolut passieren. Es muss nicht so sein wie bei FC Bayern München. Aber wenn er auf 2k steigt, dann machen wir aus 450 Münzen 2000 Münzen. Und das ist natürlich auch ein dickes GG. Wir können das auch im Hype verkaufen, kurz bevor die Champions League Top-Partie rauskommt. Ich denke, der Hype wird auch vor allem jetzt nochmal richtig nach oben gehen. Kann mir vorstellen, dass er alleine dadurch schon mal auf 2k oder 1,8 oder so hochgeht. Bereitet euch davor. Chelsea gegen Ajax Amsterdam. Da kann man sich natürlich auch die Ajax-Spieler holen für 450 Münzen. Wie dieser Labiat. Den habe ich mir auch geholt. 400. Schaut mal, das ist der Discard. Das ist, finde ich, sowieso allgemein so der goldene Tipp, sich einfach auf sowas vorzubereiten. Du kannst halt im Prinzip nichts falsch machen. Du kannst einfach nur zu 100% Münzen machen. Das ist das Coole. Anderes Spiel, Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid. Wobei das, glaube ich, in Madrid ist. Da holt ihr euch auch am besten einfach die ganzen Goldspieler, die Discard sind. Sei es von Leverkusen oder von Atletico. Bei diesen Spielen bin ich mir aber nicht so sicher, dass sie reinkommen. Wichtig ist, Leute, wir sind eine Community. Und wir sind eine krasse Community. Und dafür danke ich euch. Aber eine Sache wäre toll von euch. Wenn jeder Einzelne mal einfach in die Kommentare schreibt, was er glaubt, was die Top-Partie ist. Weil dann können wir alle als Zuschauer einfach mal ein bisschen durchscrollen und schauen, okay, in welche Richtung könnte das gehen. Um es euch nochmal zum Beispiel bei Ajax Amsterdam zu zeigen. Alles Discard, Leute. Holt euch das Ganze. Und nicht unbedingt nach dem Video, sondern einfach, wenn es halt für euch passt. Und dann hoffe ich, Freunde, dass wir da gemeinsam wieder auscashen. Ich werde mir auf jeden Fall meine Beobachtungsliste voll machen. Das heißt, 50 Stück kaufen. Die Frage ist halt, in welche Top-Partie gehe ich wirklich so ein bisschen all-in, in Anführungszeichen. Und in welche Top-Partie hole ich mir einfach jeden Spieler, der halt in Richtung Discard geht, in meinem Verein. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Wenn ihr zum Beispiel nicht die ganze Beobachtungsliste voll haben möchtet und auch nicht die Transferliste, weil die ja wirklich Gold wert ist für Live-Trading, dann könnt ihr euch Spieler wie Alvarez, ein Labiat, ein Marin und noch ein paar andere schnappen und die einfach wirklich in euer Verein bunkern. Dann habt ihr die schon mal. Und das einfach vielleicht mit jedem Verein, dann seid ihr safe. Dann war es mit diesem Thema. Wir gehen rüber zum nächsten Punkt und das sind die neuen Flashback-SBCs. Endlich ist es wieder soweit. Theo Walcott ist draußen und ich zeige euch mal ganz kurz die SBC. Wir werden jetzt nicht drüber reden, ob sich das Ganze lohnt oder sonstiges und sie abschließen. Man muss sagen, das Kartendesign sieht geil aus. EA hat sich wirklich lange Zeit gelassen. Es kam kaum Content. Viele haben sich auf Twitter schon beschwert, dass es nicht ganz so cool ist. Ob noch eine Ligen-SBC kommt, weiß ich nicht. Anscheinend soll es sie dieses Jahr nicht geben. Das wäre meiner Meinung nach absolut traurig. Ich glaube und hoffe natürlich, dass in Zukunft jetzt mehrere solche SBCs kommen werden, wie zum Beispiel ein Theo Walcott. Da werden sie sich hoffentlich ein bisschen mehr noch einfallen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dadurch, dass so eine SBC gekommen ist, gehen natürlich unsere Team of the Week Investments absolut auf. Ihr seht, hier wird zum Beispiel schon mal ein Team of the Week Spieler gebraucht bei einem 83er Rating. Jeder, der sich von euch Discard Informs geholt hat, wie ein Koscielny damals, irgendwelche anderen High-Rated Team of the Week Spieler, wie ein Oyarzabal oder sowas, dann werdet ihr merken, die Preise sind schon etwas nach oben gegangen. Das Beste dabei ist aber, man muss nicht unbedingt jetzt direkt verkaufen, werde ich auch nicht tun, aber man sieht, dass bei SBCs sehr häufig diese Informs gebraucht werden. Das ist schon mal für uns richtig gut. Wir sind vorbereitet, Leute, wir haben fast jeden Discard Inform, ein Blind für 15k, ein Koscielny für 11-12k, Brozovic für 13k, Kolarov 14k, das ist einfach perfekt, was wir gemacht haben bis jetzt. Da konnten wir nichts falsch machen und jetzt ernten wir langsam die Früchte, weil jetzt kommen die SBCs, Mann. Und Theo Walcott, das ist klar, das ist nur der Anfang. Das ist so eine kleine Aufwärmung. Bald wird es vielleicht eine Ibra geben, bald wird es das geben. Aus diesem Grund, Leute, Team of the Week Investments immer mitnehmen. Und das sage ich euch nicht nur so, sondern ihr werdet es bald sehen, wenn die Preise explodieren. Und ich denke, auch bei den kommenden Team of the Weeks werden sich die Preise sowieso ändern. Zum Beispiel hast du einen Nani noch für 11.000 Münzen bekommen. Ein 83er Senni hast du für 12.000, 13.000 Münzen bekommen. Jetzt dadurch, dass es langsam losgeht mit den SBCs, wird es bald so einen Standard-Inform-Preis für 83er, für 84er geben. Das werden wir alles bald kennenlernen. Zum Beispiel 84er gehen wahrscheinlich so Richtung 20k Standardpreis. 83er dagegen so zwischen 16.000 und 18.000 Münzen. Und so 82er zum Beispiel halt 14, 15, 16k. Das werdet ihr, glaube ich, verstehen. Wir werden das Ganze in nächster Zeit beobachten. Und durch die SBC werden natürlich jetzt auch noch die 83er mehr gefragt, die 84er Karten mehr gefragt, also die normalen Goldkarten. Und natürlich auch Spieler wie ein Hummels, der eine absolute Goldgrube
Zielgruppe ist. Und allgemein könnt ihr bei Footbin eingeben, cheapest by rating. Und da seht ihr wirklich von allen Ratings, sei es 83er, 84er, 85er, 86er, 87er, die billigsten Spieler. Und die könnt ihr euch immer mal wiederholen, wenn gerade derzeit keine SBCs am Start sind, weil da sind sie vom Preis ziemlich gut. Und im Team of the Week 3 gab es auch eben, wie ich es im Stream erwähnt habe, absolute Goldgruben. Wie Oyarzabal, wie ein Daily Blind, wie vielleicht auch der Argentinier von der Fiorentina. Oder beispielsweise ein Salif Sané. Bald kommt der POTM raus, zu dem kommen wir später. Da wird man vielleicht für Harit einen Schalke M von brauchen. Kann alles sein. Und so oder so machst du halt nichts falsch, wenn du 12.000 Münzen für so einen Spieler zahlst oder 13k. Und 84er Torhüter Strakoja kostet halt auch nur 12.000. Es kann sein, dass er jetzt durch die SBC ein bisschen nach oben gegangen ist, aber generell werden die auch in Zukunft noch viel weiter steigen. Ich denke, viele von euch haben mein POTM-Video gesehen. Da haben wir natürlich drüber geredet, wer wird zum einen vielleicht POTM, wer sind die Kandidaten. Kann ich euch jetzt gleich nochmal zeigen für die Leute, die es verpasst haben. Falls ihr noch genauere Informationen haben wollt, schaut euch wirklich gerne das Video an. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz und knackig die Kandidaten durch. Und zum einen haben wir Wilson. Ich werde nicht erzählen, wie viel Tore er gemacht hat und gegen wen, das haben wir alle schon mal erzählt. Aber damit ihr schon mal so eine kleine Vorfreude bekommt, wer es denn alles sein könnte. Und mein Favorit in der Premier League ist absolut der Engländer von Bournemouth. Ihr könnt gerne nochmal in den Kommentaren Feedback dalassen. Dann haben wir noch Pierre-Emerick Aubameyang. Hat natürlich auch die Chance, es zu werden. Heung-Min Son wäre absolut OP. Ich glaube nicht, dass es ein Spieler von Spurs wird. Das wäre einfach nur komisch, aber er ist halt ein Kandidat. Aber wie gesagt, wer es da vielleicht wird, das habe ich bereits schon gesagt. Und Wilson ist vor allem so ein Spieler, der nicht unbedingt so der allerteuerste sein wird. Geht wahrscheinlich so Richtung 150 bis 200.000 Münzen die SBC dann. Und das würde komplett fit gehen. Dagegen so eine Bräune POTM wäre halt so bei 600, 800k. Und damit kannst du halt nicht viel anfangen, finde ich. In der Bundesliga haben wir zum einen Harit, unser absoluter Favorit mit 6 Scorern. Dann haben wir Robert Lewandowski, wäre ein bisschen unnötig, weil er hat schon ein POTM bekommen. Philippe Coutinho wäre natürlich absolut geil, aber wie gesagt, ich glaube, es wird Harit, wobei er wahrscheinlich das Community Voting gewinnen könnte. Und zu guter Letzt haben wir den Franzosen namens Thuram. Und die Gladbacher haben sich auch schon in diesem Video richtig gefreut, wo ich das eben vorgestellt habe. Grüße gehen raus. Um hier nochmal kurz auf die Investitionen zu kommen, Darida kostet immer noch 10.000 Münzen. Wer sich den einfach schnappt einmal für 10k, der macht dazu 100% nichts falsch. Es ist ein 81 plus Inform. Es ist dazu noch ein Inform aus der Bundesliga. Holt euch den einfach vielleicht einmal, dann habt ihr ihn verein. Und wenn was kommt, dann seid ihr halt da, Mann. Im Hype weiß ich nicht unbedingt, ob Bundesligaspieler steigen werden. Ist eher so ein bisschen unsicher. Aber wie gesagt, falsch kann man nichts machen und warum nicht mitnehmen. Was natürlich auch interessant wäre, ist zum Beispiel so ein 84er Inform von Orban. Ist auch noch sehr günstig und Salif Sané auch. Das einfach nur noch für euch zur Erinnerung. Und übrigens glaube ich auch, dass ein Harit nicht allzu teuer wird. Deswegen müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Und aus der Premier League hatten wir ja in diesen einen Cresswell investiert. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Premier League immer mehr Hype hat als alles andere gefühlt. Und der POTM aus der Premier League, der wird am Freitag kommen. Und hier ist es so, dass ein Cresswell schon mal um knapp 2000 Münzen gestiegen ist, bis 2500 Münzen. Also ein bisschen Gewinn hat man hier schon gemacht, falls man sich den eben früh genug gekauft hat. Ich glaube, dass er noch ein bisschen nach oben gehen wird. Wenn er gebraucht wird vor allem, kann er absolut vom Preis explodieren. Und da ist natürlich die Frage, im Team of the Week 4, wie viele Discard Premier League Informs wird es geben? Weil Adama Traoré wird definitiv kein Discard Inform. Da müssen wir natürlich auch einfach die Augen offen halten, was wird am Mittwoch für ein Team of the Week kommen. Und das hat noch einen großen Faktor auf Spieler wie Cresswell, Doherty und die anderen Kollegen. Und falls so ein Cresswell zum Beispiel nicht absolut stark gestiegen ist bis zum POTM oder so, dann müsst ihr euch dazu 100% keine Sorgen machen. Das ist ein Linksverteidiger, englischer Spieler aus der Premier League. Freunde, ich verspreche euch, in 2 Wochen ist er mal mindestens so bei 18.000 Münzen oder sowas. Das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der mal explodiert. Und es kommen auch noch genug Flashback-Karten von England. Ach ja, ich habe es nicht erwähnt, aber holt euch vielleicht noch OTW-Karten, die im Discard-Preis sind aus der Premier League, wie ein Joe Hilton und ein Maguire. Einfach so günstig wie möglich, macht ihr auch nichts falsch, kann sein, dass die auch gebraucht werden. Und sowieso werden die wahrscheinlich in naher Zukunft auch steigen, wenn sie in der Startaufstellung stehen oder sogar einen Treffer machen. Nächster Punkt sind die Weekend League Rewards. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie viele Siege ich geholt habe. Ihr könnt mich auslachen, Freunde, wie ihr möchtet. Ich habe einfach 22 Siege geholt. Grüße gehen raus, gegen FC Bosnia verloren. Ja, dankeschön, lieber Bosnia, dass du mir meine Weekend League zerstört hast. Ich habe um alles geschwitzt, dass ich Elite hole. Es hat leider nicht geklappt. Ich habe trotzdem sehr viel dazugelernt. Man muss das Beste daraus ziehen. Ich werde mich versuchen zu verbessern. Und sehr viele Leute haben natürlich die Weekend League gespielt. Es werden also am Donnerstag zum einen Division Rivals Rewards kommen. Und zum anderen natürlich unsere Foot Champions Rewards. Was wird das mit dem Markt machen? Ich glaube und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dadurch der Markt nochmal ein bisschen nach oben gehen wird. Letzte Woche ist es nicht so stark passiert, weil es waren eben nur Rivals Rewards. Und viele nehmen vielleicht auch die untauschbare Version. Und generell hat es nicht so einen großen Impact wie anscheinend eben diese Weekend League, Mann. Das ist klar. Da kann ich euch sagen, der Markt wird wahrscheinlich um ein paar Prozente nach oben gehen. Vor allem eben diese Spieler, die für die Weekend League relevant sind. Es sind mehr Münzen im Umlauf, viele investieren da nochmal, können ihr Team aufbessern, holen sich dann vielleicht Kandidaten wie ein Kanté und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und zum Schluss kann ich euch eins sagen, OTW-Karten sind nicht mehr in den Packs. Sprich, wir werden sie nicht mehr ziehen können. Und ein Joelton, der ist Stammspieler von Newcastle, Brasilianer. Es kann sein, dass er irgendwann mal für eine SBC gebraucht wird. Das kann wirklich passieren. Das ist zum Beispiel nicht bei FIFA 19 der Fall gewesen, aber ich glaube bei FIFA 18. Da weiß man nie, was hier raushauen wird. Aber ihr macht hier genauso nichts falsch, weil es ist eben ein Discard-Once-to-Watch-Spieler quasi. Und wenn er dann eben mal ein Tor schießt, dann geht er mal von 10.000 Münzen auf 20k oder 25k. Und stellen wir uns mal kurz ein Upgrade vor. Wenn das passiert, ist er bei 82. Er hat irgendwie 82 Tempo, er hat 81 Schießen und die Karte sieht halt plötzlich viel besser aus. Ist natürlich nichts für schnelle Münzen, das ist 100%
hundertprozentig klar. Das ist eher so was zum Investieren, macht Spaß und ist einfach eine geile Sache. Das gleiche gilt übrigens für den Franzosen Sebastien Haller. 19.000 Münzen kostet er. Wenn der ein Tor schießt, dann ist auch mal kurz Feierabend. Dann ist er mal schnell bei 30k oder 35k. Und das sind einfach so coole Sachen, die man vielleicht noch mitnehmen kann. Da will ich euch einfach zeigen, was halt alles möglich ist. Es gibt noch einen Spieler wie Rodri, der noch ziemlich günstig ist vom Preis. Es gibt viele verschiedene Kandidaten, die ihr euch da schnappen könnt. Und was das Beste dabei ist, ein Sebastien Haller wird, das kann ich euch versprechen, nie viel billiger sein als 19.000 Münzen, außer er holt sich jetzt einen Kreuzbandriss oder eine andere Verletzung. Das heißt, ihr habt immer liquides Geld in Münzen, in FIFA, ihr wisst, was ich meine. Und das gleiche gilt halt für Joelinton. Den könnt ihr discarden, dann habt ihr wieder eure 10.000 Münzen und könnt wieder reinvestieren. Ich würde sagen, Freunde, wir sind wirklich alles durchgegangen. Ich hoffe, ich schneide es relativ kurz und knackig zusammen. Mir hat das Ganze aber Spaß gemacht. Ich liebe diese Serie. Danke euch wirklich für euren Support. Ich würde mich auch hier freuen, wenn ihr da ein bisschen eskaliert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du eben neu auf dem Kanal bist, kannst du gerne kostenlos abonnieren, Leute. Es fehlen nur noch ganz wenige. Da haben wir schon die 160k. Vielen Dank, Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Ciao. Just leave it up to me, I can show you my world, we can go through it all. You just leave this up to me, take a trip to the stars, I can show you it all.